Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Cobblestone Generator hier erstellt und haben dieses coole Bonsai-Zeugs herausgefunden, was ich gerade mega cool finde. Und wir bauen jetzt den nächsten, einfach um herauszufinden auch, wie weit geht das? Wie viel kann ich hier rein theoretisch nebeneinander setzen? Weil das ist ja eine unendliche Quelle sozusagen. So, ich habe 9 von denen. Der wächst auch. Also läufst du. Boah, geil. Oh. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, meine Freunde. Eine Mini-Farm. Schauen wir uns das mal an. Ich finde das gerade mega cool. Ich finde das gerade einfach geil. So Mini-Bäumchen. Das Virus kommt. Und da wächst schon der nächste nach. Holy. Ich kann das einfach platziert lassen hier, oder? Das ist der erste. Ja, so gewachsen. Cool. Ich bin gerade so fasziniert. Oh no. Das war falsch zum Beispiel. Aber ich krieg dann auch hier Dirt Leaves. Mit dem kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Außer dann zu zerstören. Aber das ist ja echt cool. Sie bauen nicht mal den echten Baum, aber ich bin gerade ein bisschen fasziniert von dem, was es da gibt. So, das ist jetzt alles Clay wieder. Oder wir tun den Claybaum setzen. Das ist ja mega cool. So kriegst du Massen in kleinem Verhältnis schnell. Du musst halt drauf reagieren, was rauskommt, aber du kriegst halt viel raus. Mache ich keine Ahnung, so ein Klicker hin, so ein Autosammler. Eine Reihe mit ganz viel verschiedenen. Du kriegst so viel Holz. Klar, es ist jetzt nichts im Vergleich zum normalen Baum, aber. Hallo? Es wächst die ganze Zeit nach, es kann geharvestet werden. Wie cool ist das denn? Wupp. Und es wächst schon wieder nach. Oh, schön. Oh, es ist schön. Klick. Huch, hallo Baum. Der ist schneller nachgewachsen, als ich erwartet hätte. Alter, Faszination Bonsai, würde ich mal sagen hier, ne? Alter, ist das geil. So, okay. Ist der schon wieder gewachsen? Ich würde dachte, okay, das ist eine Spielerei. Ergibt ja keinen Sinn, aber das ist geil. Jetzt müsste man das Ganze nur noch automatisieren können. Dann wäre es mega geil. Das mit dem Bonsai finde ich gerade cool. Das ist gerade Faszination. Aber ich kriege halt nicht so viel Ahornteile raus, zum Beispiel, habe ich das Gefühl. Das ist noch so ein bisschen hinten bleibend. Silver Ember, Silver Ember, Tin Ember. Hm? Clay. Nochmal 2 Cobblehölz. So, ich muss erstmal rausfinden, wie. Also, ich. Laut den Achievements kommt hier als nächstes hier zum Beispiel ein Cotton Tree. Wenn wir uns den jetzt anschauen, Dirt, wo ist denn der Cotton? Ist nicht so blöd, ein Cottonbaum. Cottonwood, hier. Wie zum Fick soll ich den erstellen? Hopping Bonsai Pot. Och, nö. Sag bloß. Sag bloß, das ist ja mega geil. Man sieht natürlich den Vorteil, die kleinen Bäume kriegen nicht so viel wie die großen. Ah, es gibt ja sogar welche mit Hopper. Ich will jetzt einfach mit Hopper haben.
Plants. Ja, wie komme ich jetzt trotzdem an diesen Cottonwood Baum? Muss doch noch einen anderen Weg geben. Dafür muss ich erstmal Wines zum Beispiel kriegen. Naturale Essenz. Seed Processor. Dafür brauche ich Eisen. Das geht ja mit hier nicht, glaube ich. Oder ich wüsste auf jeden Fall nicht, dass ich Eisen rauskriege. So, jetzt stehe ich hier und kann hier rein theoretisch noch einen Cobbler bauen. Toll. Dafür wollte man in Zukunft dann auch einen Autoklicker, der mit einem Netz verbunden ist, wo du ganz viel Kobbel rauskriegst und so. So. So, so, jetzt stehe ich also ein bisschen an. Warte, du kannst auch nur so abbauen. Wachsen sie aber auch instant wieder nach. Das ist so geil. Okay, dann sagen wir mal, wir wollen jetzt hier so Gravel Seeds haben. Da hier Gravel Anchors. Oder ein Gravel Sapling. Das war relativ einfach. Wie habe ich das nochmal rausgefunden? Ach genau, die habe ich hier dehydrieren müssen für über eine Minute. Jetzt euch hier sagt, okay, ich will Sand haben. Ah, wo ist dieses blöde Teil? Da ist es. Du bist das ganze Übel hier. Wo sind denn die? Petrified. Okay, das habe ich zweimal Gravel. Wie viel brauche ich? Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Steinbäume machen. Scheiße. Füllt es sich jetzt? Mit zwei Leather Cordons. Rein theoretisch müssen die sich mit Wasser füllen nach einer Zeit. Es regnet! Unser Bäume! Time to shine! Wachst! Petrified? Ich krieg beide mal Petrified hier rein. Heute so ein paar Kisten rein, theoretisch. Aber dafür muss ich erstmal meinen Weg weiterbauen. So. Plattform dann hin. Und dann kommen natürlich noch dementsprechend Fackeln drauf. Zack. Vorsichtig. Runterfallen wollen wir nicht. Auch erstmal, dass wir genug Platz haben.
Ganze. So. Auch noch ganze Blöcke hin platzieren. So. Das schaut doch schon mal gut aus. Platziert einfach mal dich hier und tu da eine Kiste hin. Wo ich alles rein tue, was ich nicht brauche aktuell. Klack. Kiste. Fertig. So schnell geht das. Da kann ich auch die Leaves rein oder die Buckets, die ich aktuell brauche. Den Kaffee kann ich auch rein theoretisch rein tun. Den Builder's One. Ich habe noch nicht bis heute verstanden, was der tut. Achievements, glaube ich, reingeguckt. Ah, okay, ich bringe einfach zu den Achievements. Kann ich auch mal mit etwas weg tun. Ein Stack Holz, ich tue zwei Stacks Holz gleich mal weg. Oh lol, kannst du so. What? Okay, das war so eine Warte. Nö, das passt doch eigentlich ganz gut jetzt. Das ist eigentlich alles weg, was ich gerade nicht so brauche. Schaut gut aus. Ich lasse hinten mal eine Backe stehen. So. Jetzt haben wir natürlich dementsprechend schon eine große Plattform gebaut. Was ist da drin? Jo, da ist schon ein Bottle drin. Da sind noch lustigerweise null drin. Harvest time. Ich habe schon wieder so eine Petrified Ankle gefunden. Warte, rein theoretisch, wenn ich die Gravel. Also ich muss aus Gravel und dann Purified Zeppling. Den kann ich dann natürlich crushen. Dasselbe kann ich dann mit dem Sandding machen, das kann ich auch crushen. Das ist Kohle. Bonsai Tree, ja, okay. Also ich kann einen anderen Weg aus der Nummer so Birch Zeppling zum Beispiel zu nehmen. Gott, ist das kompliziert! Einmal beten zu unseren Bäumen, damit wir ein paar Bäume kriegen. Damit die noch ein paar mehr Dinger fallen lassen. Ist denn das jetzt? Komm. Ich glaube, ich habe zu viel einfach auf der Insel mittlerweile platziert. Einer noch? Komm, zwei doch mindestens. Früher waren das viel mehr hier beim Beten. Früher war das viel mehr. So, zack. Zurückgefallen. Direkt wieder pflanzen, dann können ich da die ganzen kleinen Kapseln einfach runterfallen, die Ahorn buchen runterfallen und dann können wir die in Ruhe verwenden. So, da fällt schon die erste. So. Da schon die nächste. Das sind jetzt die Petrified Einhorn und das sind die Gravel. Jetzt haben wir hier schön 10 Stück. Machen wir gleich noch mehr. Wir tun zwei Plätze gleich frei halten. Und insgesamt sozusagen jetzt 18 Stück. 15. Ich brauche insgesamt 7. Jetzt und danach noch 3 Stück. Da oben ist schon der nächste Kandidat. Kann ich das sicher noch.
Es regnet sogar, Junge. Besser kann es ja gar nicht kommen. Perfekt, 3 Stück, so wie wir es brauchen. Zack, zack. 18 Stück, die Hälfte halbieren wir das Ganze noch durch. Perfekt, jetzt haben wir davon auch noch mehr. Jetzt bringen sich diese blöden Dinger neben dem anderen Zeug auch was. Jetzt haben wir hier die Sand. Aber wenn ich mit ihr brauche, ich rein theoretisch noch mehr. Oder? Aber ich kann ja jetzt erstmal aus einem Fertified Sapling oder machen wir aus beiden gleich eine Gigant, ne? Zack, zack. Haben wir jetzt einen Gravel Sapling. Oh, ich habe sogar einen zu viel gemacht, weil wir noch brauchen. Ups. Jetzt haben wir hier natürlich den Gravel. Der soll jetzt mal wachsen, weil dann kriege ich von dem noch ein paar. Komm schon. Magst du es nicht, dass ich dir zuschaue beim Wachsen, oder was? Ich will doch bloß Saplings, Jungs. Da haben wir noch ein paar, die sicher rauskommen. Der bringt immerhin Saplings. Da wächst auch weiterhin Fortified. Ah ja, die habe ich total vergessen. Jetzt haben wir 7 Fortified, perfekt. Ah ne, das sollte ich nicht sein. 1, 2, bap, 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 bap. Jetzt haben wir 8 von dem Gravel nochmal. Und jetzt haben wir gleich einen Trick. Gehen wir hier hin. Wir nehmen jetzt einen von unseren Fortifieds nochmal. Nehmen den Gravel. Und hier drum. In den Gravel tun wir gleich mal den Sand noch außen drum. Und ich habe es falsch gemacht. Ah, der braucht auch. Gut zu wissen, dass der auch einen Purified braucht. Er ist also ein Gravel mal auf Vorrat, würde ich sagen, ne? Eigentlich werden für die Bonsai-Plätze ganz praktisch. Weißt du was? Ich werde jetzt fürs erste Mal Gravel auch machen. Gravel kriegt die 2 Plätze jetzt mal hier. Und dann schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Und wie gut das ist, was wir da rauskriegen. Weil es wächst relativ schnell, dann kriegst du die schnellsten Ergebnisse mit. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.